Ja, willkommen zurück zu Final Fantasy für den Game Boy Advance in der Remake-Version. Ja, ihr irrt euch nicht, es ist auch nicht irgendwie jetzt die Wiederholung eines vorherigen Partes. Nein, ich stehe wieder vor der Terra-Höhle, denn ich muss da nochmal hinein, um da weiterzukommen. Das war nur ein kleiner Vorgeschmack, wie es so scheint. Also das, was ich dann bisher in der Terra-Höhle gesehen habe, aber naja. Ja, wir haben immer noch nicht die Was muss man kurz. Ah, scheiße, ich hätte es anders machen. Okay. Wir haben immer noch nicht den Grund für das Faulen der Erde herausgefunden. Dem müssen wir jetzt weiter nachgehen. Also der Vampir scheint da ja wohl keinen Einfluss drauf gehabt zu haben. Aber okay. Wir haben von Sada, dem weisen Mann, im letzten Part einen Stab bekommen. Und dieser Stab... Oh Gott, was ist das denn? Die Gegner kenne ich ja noch gar nicht hier. Ein Troll ist das hier. Oh Mann, hoffentlich trollt er mich nicht. Wie viel hält er denn aus? Ach du Scheiße. Na gut, das geht eigentlich. Oh, aber man bekommt ganz schön viel Gil von ihm. Ja, wir haben von Sada einen Stab bekommen, der uns weiterhelfen soll, hier durchzukommen. Und es sind immer wieder so viele Gegner. Ich fasse es einfach nicht. Ja, dann machen wir wieder hier Feuerer auf alle. Wenn er überhaupt mal irgendwann nochmal drankommen dürfte, wäre es wirklich nice. Das ist so unfair, dass die alle zuerst... Warum dürfen die alle zuerst? Lasst Max doch einfach ran. Lasst doch bitte Max ran. Ey, ist wirklich der letzte von allen Objekten auf dem Bildschirm, der angreifen darf. Dabei hätte er gleich zu Anfang, da wären die alle weg gewesen. Ach, my goodness, ey. So, jetzt muss ich erstmal überlegen, war das hier? Muss ich hier hin? Ich weiß gar nicht mehr. Und ja, so viele Gegner und dann noch Hinterhalt. Ist klar. Morgen heiße ich Hannes. Ich weiß nicht, warum ich gerade jetzt auf Hannes komme. Ist mir nur so einfach spontan eingefallen, der Name. Falls jemand von euch Hannes oder Johannes heißt, fühlt euch nicht angegriffen. Das war einfach nur, ja, das ist der erste Name, der mir in den Sinn kam. Ich hätte auch sagen können, morgen bin ich Jesus, aber so. Sehr möchte ich nun nicht, also so anmaßend will ich nun auch nicht sein. Aber warum Hinterhalt? Und jetzt ist er auch noch vergiftet. Schönen Dank aber auch, ihr verdammten Kopas. Was haben die überhaupt da zu suchen? Immer so viele Gegner und dann dauert das 100 Jahre und dann wundert man sich, dass es in diesem Projekt kaum weitergeht, ne? Weil immer wieder, und der muss ich jetzt hier auch Antidot machen, was ist das für ein unnötiger Scheiß? So. Nee, rechts, doch, rechts war richtig, oder? I don't know. Ich mache hier einfach so. Ich weiß nicht mehr, wo es entlang geht. Ich habe das nicht mehr im Kopf behalten. Weil sie ist so weitläufig, diese Höhle. So viele Wege, so viele Abzweigungen. Es ist kein Wunder, dass man da nicht mehr den Überblick behält. Ich glaube, hier war richtig, oder? Wieso kommen jetzt ständig diese Trolle? Ja, machen wir mal so. Genau, so. Erstmal die Trolle besiegen. Hey. Ah. Shit. Ja, die Schaden genommen jetzt hier. Was soll denn das auch hier? Oh, Minotaurus muss jetzt auch noch weg hier. Eigentlich eher das kleinere Problem von den Gegnern hier. Okay. Oh, aber ganz schön viel Gil bekommen. Ja. Vielleicht. Eventuell. Höchstwahrscheinlich. Mach einfach mal. Ja, weiß nicht, ob das einfach. Ich mach einfach mal. Ja. Junge. Das sind echt nervige Gegner. Nein, im Grunde sind die ja nicht nervig. Es ist nur. Das, was nervig ist, ist, dass diese. Dass da immer so viele von kommen. Gut, diesmal. In diesem Kampf ist es nicht der Fall. Schon belastend. Warte mal.
Oh, hier war ich ja noch gar nicht. Oh ja, jetzt mit jedem Schritt wieder diese Erdelementar oder was? Da war ich noch gar nicht. Das habe ich übersehen im letzten Part. Oder im vorletzten Part. Also beim meinem letzten Besuch in dieser Höhle. Wehe jetzt jeder Schritt. Oh, Leute. Ah, gut. Ich will nicht sagen, gut, die können einen ja vergiften. Das ist das Problem. Aber mal so. So. Das kriegen wir schon irgendwie hin. So. Lederschild gefunden. Ich glaube, ein Lederschild habe ich, ne? Lass mal gucken hier. Oder? Nee, Eisenschild sogar. Ich hatte mal ein Lederschild gehabt, aber jetzt Eisenschild. Ja, Lederschild ist natürlich wenig. Ich hatte mal ein Lederschild gehabt, aber warte mal, kann nicht jemand anderes den Lederschild nehmen? Nee, die haben überhaupt gar kein Schild hier. Das sind auch keine Krieger, ne? Gil gefunden. Der Bug. Das geht gleich wieder weg. Oh, 5000. Oh, hier. Oh, lame. Oh, nicht er wieder hier. Ich muss mal auf die KP. Oh. Kleid sollte, glaube ich, ein bisschen geheilt werden gleich. Oh, Mann, mach weg mit dem Scheißvieh da jetzt. So. Dauert ja 100 Jahre, bis man den bekämpft hat. Ja. Magie von ihr war Vita reicht, glaube ich, oder? Ja, zweimal so. Gut, einmal Vitra wäre günstiger gewesen. Also von den Magiepunkten her. Aber naja. Okay, drei Schlangen. Das lassen wir noch gerade so gefallen, weil ich mit allen die Schlangen dann auch töten kann. Oh! Sogar diesmal hat einer der Magier die Schlange gewone-hittet. Das ist ja auch mal was Neues. Okay, ja, dann... Ich weiß nicht mehr, wo war denn das jetzt noch? Wo ging's denn jetzt weiter? Warum muss das immer so übertrieben umfangreich designt sein? Das verstehe ich immer nicht. Ach komm. Was doch bei beides... Also ich meine, rechts war irgendwie falsch, aber ich kam ja von links auch ursprünglich. Deswegen... Hä, wieso habe ich... Na egal. Ich gehe mal hier nach unten. Das ist ja hier. Dauert der ewig, bis man hier mal weiterkommt. Weil immer wieder Kämpfe. Warum kriegt man hier keinen Schutz? Also sowas wie bei Pokémon. So Schutz. Da geht's weiter. Okay, die Trolle dagegen... hier, Ogre, dagegen habe ich nichts. Oh, so, einfach so. Ja, so ist es strategisch. Wir gehen alle jetzt in der ersten Runde weg hier. So. So, und hier war ja der Vampir irgendwo, ne? Ah, nee, hier war das, wo ich hier gesagt habe, nee, rechts war doch richtig irgendwie hier, ne? War das nicht hier in der Tür, hinter der Tür? Ah, die Cockatrees. Die machen ja kaum Schaden. Die mag ich. Immer nur einen Schaden oder wenn überhaupt. Hoffe ich, schlagen die auch daneben. Hä? Schlafsack gefunden. Das habe ich auch übersehen? Okay. Na ja, gut. Oh Mann. Oh, diese immer diese Fail-Wege. Ja, hört das Tastenklackern eventuell, also das. Ah! Level up hier. Okay, ja, die anderen müssen noch warten. Moment mal, was? Ich glaube, hier rechts war das, ne? Oh, müsst ihr denn immer so übertreiben mit diesen Gegnern? Muss das wirklich sein? Ah, my goodness. Ja, machen wir mal die hier Feuerer wieder hier. Bitte lasst nicht die Werwölfe angreifen. Oh, shit. Die können einen vergiften, das ist das Problem. Hallo!
Wie Max wieder ewig nicht drankommt. Ja, jetzt. Och, da sind doch nur 4 übrig. Hätte man am Anfang hier das machen sollen. So. Dann, nee. Dann hier nach unten, ne? Oh, diese scheiß Fledermäuse. Ich hasse sie einfach nur. Warum sind die überhaupt hier? Oh, Hinterhalt. Immer Hinterhalt. Aber nicht, dass ich mal zuerst angreifen darf. Also eine Runde angreifen darf. Also Angriffsvorteil bin. Wie das ja in diesem Spiel heißt. Angriffsvorteil. Bloß nicht. Nein, immer nur Hinterhalt. Das ist doch zum Kotzen. So, Kleid steigt auf, war 26, ja, aber und was mit Max? Max soll... Warte mal. No! Ich weiß nicht, wo es weitergeht hier. Was ist... Schon wieder Hinterhalt, ich kotze gleich. Ich kotze gleich ins Essen. Ja, er ist zu... Okay, das sind doch scheiß Gegner. Der ist zu Stein geworden. Aber ich habe ja was gegen Versteinerung. Lass doch mal jetzt... Ihr uns angreifen! Verdammte Scheiße nochmal hier! Mann! Tausendmal greifen die an hier! Max, ja, steigt auf! Ja, warte mal. Die sind immer... Das ist so dumm! So, ja, jetzt muss ich erstmal gucken. Ich hab doch, glaube ich... Habe ich eine Magie dagegen? Warte mal, Heilung, ja, heilt, ja... Nee, ich hab ein... Warte mal... Jetzt ist Kampfunfähigkeit. Habe ich nicht irgendwas... Nee, dann war das ein Item. Okay. Goldnadel war das, ne? Oh Gott. Davon habe ich nur 2 Stück. So, jetzt habe ich keinen mehr davon. Wunderbärchen. Die dürfen nicht nochmal kommen. Ja, ich mach's jetzt auch mal hier. Adia, das reicht aus, denke ich. Wenn er zuerst dran ist, dann eben Feuerer. Irgendeiner von den beiden wird er zuerst drankommen. Ja, ja, dann. Spart dieser für Heilmagie. Leute, ich hasse es einfach nur. Ständig diese verdammten Kämpfe. Ich kotz gleich, ey. Zum Kotzen einfach ist dieser Dreck. Ich weiß, es ist ein RPG. Ja, RPG der klassischen, ein JRPG der klassischen, im klassischen Stil, aber dennoch. Ich meine, es kann doch irgendwie jetzt mal aufhören mit diesen Kämpfen hier. Ich will auch mal hier weiterkommen. Kommt Schritt nur Schritt für Schritt voran und... Ja. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Und immer Hinterhalt. Immer, aber wirklich immer. Wie gesagt... 90% Hinterhalt und nur 10% habe ich den Angriffsvorteil. Und das Dumme ist, ich weiß auch nicht, wo ich jetzt Goldnadel herbekomme. Ach, ich bin auch bei Angriffsvorteil. Ah, jetzt, da mir jetzt mal aufgefallen ist, ne? Zum Kotzen einfach nur. Ich weiß nicht, wo war denn diese scheiß Dreckstür noch zum Vampir? Ich weiß, der Vampir ist besiegt, aber ich muss ja dahin, um da weiterzukommen. Hinter dem Raum, wo der Vampir stand. Da geht's ja weiter. Oh, die scheiß Fledermäuse. Dann war es ja doch hier links. Und immer wieder Kämpfe, immer wieder Kämpfe. Ah, oh, es ist zum Kotzen einfach. Mich ärgert das mit dem Stein da jetzt, und dass ich die Goldnadel nicht mehr habe. Ich weiß auch nicht, wo ich welche kaufen kann. In dieser einen Stadt, da gibt es die ja nicht. Aber gibt's überhaupt gar keinen Shop. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Aber wenn man grindet, ne? Kommt ewig kein Kampf.
Aber jetzt hier 1000 Kämpfe hintereinander. Ach, in wenigen Schritten. Jetzt reicht es doch mal. Drecksgegner. So, der muss weg und dann ist es scheint wieder. Jetzt schon wieder eine 15 Minuten vergangen hier in diesem Part. Hier? Ah, hier war ja. Und bin überhaupt nicht weit gekommen. Oh, nicht solche Viecher. Da muss ich jetzt hier mal Adi machen. Und eher Feuer. Wie die, oder Feuerer meine ich. Egal, was zuerst drankommt. Die sind denn sowieso. Ja, komm. Ja, müssen. Warum dürfen die erst angreifen, bevor überhaupt irgendwas jetzt hier geschieht? Ich sag dazu nichts mehr. Ganz ehrlich, zu diesem Hinterhalt-Scheiß. Dazu sage ich echt nichts mehr. Ich meine, es ist ja nicht schon nervig genug, dass man hier was weiß ich wie weit gehen muss hier in dieser Höhle. Ich will endlich mal weiterkommen. Diese Höhle nervt total. Ständige Kämpfe hier. Ah, hier, genau. Okay, dann geht's hier weiter. So, neues Terrain. Ich will aber vorher erstmal, hier, wo war das jetzt hier? Magie. Und ihn hier mal heilen. Er kann das auch mal ab hier. Läufig ist das denn immer? So viele Wege. Warum? Hier ist hier im Kreis hier. Warte mal. Oh, hier gibt es viele im Angriffsvorteil. Oh, was sind das da für Viecher? Hyäne. Okay. Ach, komm, einfach so jetzt hier. Okay. Hä? Ja, und Ogre Magus. Ach du Scheiße. Von, solche gibt's auch? Okay. Alle auf ihn hier. Natürlich darf er zuerst. So. Stab gefunden. Aber wollt ihr mich verarschen? Stab war doch eines der ersten. Warte mal. Ja, eines der ersten Items. Wieso kriegt man hier Items, die man, die gar nicht mehr aktuell sind? Oh, komm, zwei Schritte gegangen und schon geht's weiter. Nein, nicht gegen ihn. Hallo. Erstmal muss der Marus weg hier. Danke. Das ist so ein lächerlicher, nerviger Mist. Dass man nur zwei Schritte gehen kann und dann kommt der nächste Kampf. Das ist so ein lächerlicher Müll. Nicht gut gemacht von Square. So, 1000. Aha, ja. Oh, Leute. Was ist das denn? Die Sphinx. Sind die Sphinx unterwegs? Ist die auf der Suche nach ihrer abgebrochenen Nase? Oh, hier ist ordentlich Geld hier. So. Fuck you. Jetzt wird die Hyänen. So. Ich könnte schon mal ihn hier anvisieren. So. Ja. Ja, ist okay. Leute.
Einfach alle auf ihn hier. Weil das die stärkeren Varianten sind. So, los, wieder raus hier aus dem Raum. Also, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was Quer geraucht hat, als sie das Spiel programmiert hatten. Ich meine, auf dem NES ist das ja sogar noch nerviger. Da ist jeder Kampf gefühlt dreifach so lang wie hier in der GBA-Version. Weil alle erstmal daneben schlagen, oder meistenteils, also von meinen, also von, ja, die Spieler, ne, also die Charaktere, die der Spieler hier hat. Das ist auch nur deswegen gewesen, diese Truhen da zu öffnen. Und dann dauert das ewig, bis aufgezählt wird, oh, du kriegst so und so viel Gilde, du kriegst so und so viel Erfahrungspunkte, und wenn dann ein Level-Up ist, dann dauert das noch länger. Ich meine, Level-Ups finde ich generell gut, aber die hätten das so machen sollen, dass man das verschnellern kann, wie hier. Hier kann ich es ja auch manuell weitermachen. Also, naja, gut. Es war eines der ersten RPGs überhaupt. Da kann man es verzeihen. Die haben es ja hier besser gemacht. Die haben ja daraus gelernt und es hier besser gemacht. Aber dennoch, es ist echt übertrieben mit den Kämpfen hier. Viel zu viele Kämpfe. Viel zu viele Kämpfe einfach nur. Kann ich einfach nicht verstehen, warum man das so macht. Oh Mann, ich glaube, das ist ein Irrweg. Da weiß ich nicht, ob es zum Irrweg führt. Ich gehe erstmal hier hin. Keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Und selbst wenn, ich muss dann ja nochmal gucken, ob ich auch wirklich denn alles finde dann, ne? Leute, es nimmt so viel Zeit in Anspruch. Jeder Kampf, wirklich, weil es immer dauert, wenn immer so viele Gegner da sind, die erstmal 100 Jahre brauchen, um... Ja, und die dürfen erstmal alle mich angreifen, bevor ich überhaupt zu angreifen übergehen darf. Das ist so ein lächerlicher Shit. Weiter hätten die Höhle nicht machen können, ne? Also, weitläufiger. Ach, ich darf auch mal im Angriffsvorteil sein. Ach, wie gnädig, du Scheißkack. Hier, ne? Will ich sagen, dass es ein Scheißspiel ist. Also, mir gefällt das Spiel. Jedenfalls in der Form, wie es hier auf dem GBA präsentiert ist. Auf dem NES ist es kacke. Auf dem NES ist es ein richtig dummes Spiel. Aber hier auf dem Game Boy Advance ist das annehmbar und auch recht gut, muss ich sagen. Hä? Die habe ich ja ewig nicht mehr gesehen hier, diese. Ja. Ja, keine Ahnung. So. 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 Die gefährlichsten Gegner erstmal weg. Der ist eh ein Selbstläufer. Okay. Oh, wieder hell. Wieso kriegt dieser zu ersten Level ab hier, bevor Final der einen bekommt? Hä? Es geht noch weiter. Es ist nur eine fünftes Untergeschoss. Ich fasse es nicht. Boah, hier, hier. Boah. Ja, geht der Part ein bisschen länger jetzt hier. Ich hab keine Lust jetzt, bin ja kaum vorangekommen. Hey, wieso kriegen die, ach so. Ich verstehe, weil, wenn die in Stein sind, dann kriegen die keine Erfahrungspunkte. Die waren ja in Stein, Feinde und Kleid. Deswegen, wahrscheinlich. Ah. Ich kann's nicht mehr sehen hier. Ich kann's einfach nicht mehr sehen, wenn da so viele Gegner sind. Das ist eine Frechheit. Da kommen so viele Kämpfe und dann so viele Gegner immer. Und das dauert 100.000 Jahre, bis man dann mal wieder ein paar Schritte weiter gekommen ist. Es ist einfach nur ein Dreck. Und dann dauert das auch noch so ewig. Dieser Dungeon ist so ja schon lang genug. Nein, es muss noch weitergehen. Die hatten ja echt Langeweile gehabt, als sie das Spiel designt hatten. Haben die gesagt, wow... Ist doch nicht Feierabend. Ja, mach ich noch ein Stockwerk.
einfach nur grauenvoll. Es ist einfach nur grauenvoll. Wie gesagt, der Part geht ein bisschen länger jetzt hier. Ich wenigstens ein bisschen was schaffe hier. Oh, da gibt's eine Tür. Geht's in die Tür hinein? Das scheint hier richtig zu sein. Ich weiß nicht, ob ein Bosskampf kommt. Vorsichtshalber. Vorsichtshalber werde ich hier die Energie auffrischen. Ich mache einfach jetzt hier Heilra, ne? Kostet 25. Ja gut, einmal jetzt hier. Alle jetzt hier wenigstens geheilt sind, so. Gut, nicht komplett jetzt hier, aber zum größten Teil. Wer wagt es, mich zu stören? Scheiße, ich hätte speichern sollen vorher noch, ne? Mich, das Chaos, das die Erde frisst. Moment mal, die haben wir doch gesehen in dieser einen Höhle da. Aha, okay. Also ganz am Anfang, falls ihr euch erinnert, da war doch dieses komische Vieh. Da habe ich gesagt, da stand dann ja auch schon, dass die Erde fault. Nichts und niemand wird mich von meinem Vorhaben abhalten. Schon gar nicht niederes Gesindel, wie ihr es seid. Boah! Boah! Okay. Todbringer. Okay, wie in Zelda in Skyward Sword. Ja, greifen wir erstmal an. Aber wenn das ist doch auch ein Untoter, ne? Dann können wir doch mit Adia hier auch. Wobei ich will sie lieber für die Heilung, ihre Magie für die Heilung auch sogar. So, jetzt machen wir hier Hast für etwa für Final und dann für Kleid. Okay, das macht was, ja. Wow. Die Schaden macht er ja nicht, ne? Okay. Mal nochmal. Adia. Und Hast nochmal. Für ihn auch hier. Mit der Energie aus. Okay, ist noch alles in Ordnung. Adia. Und jetzt kann er auch mal hier. Was macht er denn jetzt für eine Magie? Feuiger. Ja, Feuiger. Muss ich aufpassen. Sie muss jetzt hier. Wer hat denn jetzt. Warte mal, ich muss doch mal gucken. Wer hat denn jetzt 88 Kleid? Kleid muss ich heilen. Dann nehme ich Vitra. Hier in mir. Und ich mache hier nochmal. Feuer. Okay. Der sieht gefährlicher aus, als er eigentlich ist, letztendlich. ja, 550 Erfahrungspunkte und 3000 Gil. Okay, und jetzt? Ah, jetzt bekommen wir den Erdkristall, ne? Yay, sie freuen sich hier. Hä? Was? Jetzt. Altar der Erde. Genau, den Altar der Erde, den meinte ich. Da ist doch das Vieh. Das ist doch das Vieh hier. Oder eine Statue von ihm. Ah, jetzt kommt man da weiter, oder? Das heißt, ich muss Backtracking machen im nächsten Part. Okay. Ja. Der Altar der Erde, die Quelle der Fruchtbarkeit. Okay, und jetzt bestimmt... Genau, ihr seht ja unten, unter der Zeit... dass ich dort jetzt einen Kristall habe. Also 4 Kristalle gilt es hier zu finden in diesem Spiel. So, ich mach mal kurz hier... Ich
ich heile. Ja doch, ich warte mal. Ich guck mal. Vitra auf Kleid. Und dann nochmal eine Gruppenheilung hier. Okay. Ja, dann werde ich noch die anderen Gänge im nächsten Part, also die anderen Gänge des fünften Geschosses im nächsten Part mir anschauen. Im vierten Geschoss, glaube ich, habe ich alles, glaube ich. Vierten Untergeschoss, ne? Ja, dann werde ich jetzt erstmal speichern und dann geht es im nächsten Part direkt hier weiter. Indem wir uns dann wiedersehen. Bis dann. Tschüss.